Ah, die Richtung. Hi. Ja, ihr seht das Spiel, es ist Moss. Ja, und auch herzlich willkommen erstmal. Mich ist total überrascht, dass ich auf der Stelle jetzt da irgendwas ist. Ich habe jetzt rumgeguckt. Hey, ist doch nichts. Ja, es geht um das nächste Spiel, Moss. Hab ich ja schon gesagt, ne? Ich habe einfach mal die Demo runtergeladen oder so eine Probeversion. Ich weiß nicht, ob das immer vergleichbar ist mit der Demo. Okay, ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dies ist eine sitzende VR-Erfahrung. Dann sitzen wir uns einfach hin und richten das ganze Ding nochmal neu aus. Ach ja. Gut. Ich bin hier. Danke. Ich drücke mal A oder irgendeine Taste. Ganz gut erklärt. Bewegung, halten, greifen. Ja. Setze ich überhaupt hin? Genau. Okay, gut. Was ist das hier? Was haben wir denn da? Da treiben wir weiter. Muss. Your time has come at last, dear reader. While we began this tale long ago, we hope it is yours to finish. But this story is not yours alone. No, it is tied to another. And the journey you take together could change the fate of both our worlds. Shall we begin? Ja, warum nicht? Dann geh ich mal weiter. They called it the Cinder Knight. What came from those dark, starless skies would change the world of Moss forever. The peace that had settled across the land was broken by an unconquerable nightmare. And that night, the animals nearly met their end. Okay. First, they killed the king. A winged creature broke from the shadows and plucked him from his royal bedchamber high atop the tallest tower. Next, the serpent Sarfog and the armies of the Arcane tore up from the underworld. They ravaged the castle in search of that which gave the king power beyond understanding, one of the fabled glass relics. The King's Guard fought bravely, but the castle soon pulsed with the Arcane's evil. Every room was gutted, every statue, tapestry, and adornment hexed. But the glass was never found. Even the reclusive sprites set aside their differences on that fated night. They sent a great champion, empowered by their own glass relic, to challenge the serpent and its steel army. Meanwhile, Sir Argus, commander of the King's Guard, led the survivors west through a temple long abandoned by their ancestors and far away from their newly risen enemies. It was an arduous escape. Finally, after passage beneath the impassable mire, they found refuge in a clearing hidden safely in the trees. Argus charged back to join the sprite champion at the mire's edge. Together, they fought back the arcane and sealed the temple passage that led to the clearing. But the champion was gravely injured. Clutching his glass, he retreated deep into the forest where he drew his last breath. A large tree grew upon him. It stood many years in watchful duty, safeguarding the glass and awaiting its next hero. That hero, albeit an unlikely one, did arrive,
at a time she'd be needed most. Quill was out adventuring beyond the edge of the clearing. Dusk was creeping in, but she wondered what she might find if she went just a little farther. In my pocket. She was not exactly sure what she roused, but she felt no danger from the being silently peering down at her. Quill had to hurry. The village gates would soon close, and night would follow. Na toll. Jetzt ein bisschen fremd, die steuert meine Kleine. So, was gehörst du mir? Ja, zu dritt. Aha. Ja. Ein bisschen jumpen nur an, wie es aussieht. Sieht gut aus. Ja, guck mal, wie stark ich bin. Ja, das war ich gewesen. Night, her uncle often warned, was when danger was most present. But Quill preferred the stories of the magical creatures that woke to protect the forest. Wahrscheinlich schon fertig. Dann lassen wir hier mal raus. Ja, ja, hier. War einfach nicht. Gut. Meine. Achso, kann ich nur mit dem Teil hier. Achso. Jetzt musst du gerade gefunden hast. Da guckst du mich jetzt an, oder was? Hallo? Wo bist du denn?
ein Bruchstück Hoffnung im Moos gespeichert. Moos oder Moss eigentlich, ne? Moos oder Moss? Open the gate. Einfach wieder. Was ist denn machen? Einfach so. Das hat damit nichts zu tun. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich brauche nicht. Weil da liegt noch so eine Schriftrolle. Na gut. Später. Vielleicht. Was bist denn du? Hallo. Dieser eine ignoriert mich. Kann ich den hier irgendwas machen? Nee. Da ist er auf dem Boden. Richtig gut hier. Warum wir gut sprechen kann man ja keinen wirklich. Ich lasse einfach ab. Und boom. Ist aber auch nichts Schlimmes dabei. Oh, das Ding kann ich auch anfassen. Jetzt nicht zu sehen. Da kann ich hier drauf. Noch ein bisschen? Ja, ja, ich bin gleich. Ja. Okay, ich halte einfach nur so lange fest, bis du da reinspringen kannst. Und dann lasse ich los. Ein bisschen Hebel. Okay. Hier kann ich ja auch nicht viel machen. Ja, toll. Okay, das bringt nichts. Komme ich denn da jetzt hin? Ja, das bin ich.
Gehen wir in den Weltzug. Achso, ich könnte noch festhalten. Nein, 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 fall mal nicht runter. Und hoch. Und. Ach, kann ich bloß die Schriftrolle klauen, oder? Wenn ich nur. Schnur bewegen. Jetzt auch mal festhalten. Wie sieht man eigentlich, wie ich da jetzt loslassen? Also hier auf jeden Fall. Das hier aber auch clever. Hier nichts. Jetzt hier wieder nicht aufs Haus. Ich kann noch nichts an der Wand fassen. Okay, was? Was ist das? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht irgendwo noch Fähigkeiten kommt, die wir hier nutzen, aber. Okay, komm mal hoch. Oh, Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. So nicht so gemein. Lauf doch mal. Okay. Alter. Okay, also ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Schwimmen kannst du auch nicht, oder? Nein. Ist das wieder ständig da mal werden? Damit nichts machen. Hallo. Hä? Bist du jetzt kaputt hier?
Ich glaube, ich hab die Lösung. Wasser ist nicht so sein Ding. Okay, ich muss definitiv nicht darüber. Dann lass uns doch mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Das sollte ja nicht so kompliziert sein. Mit dem Teil kann ich da drüben rüberlaufen. Da kann ich jetzt aber nicht hin. Thanks to her new friend, Quill had saved priceless grains from the hourglass. Ja. War doch gar nicht so schwer. She raced to the door of the cottage she shared with her uncle, hoping once he saw her discovery, he'd lose himself in tales of its legend. Uncle Argus was watching the evening light dim when Quill burst through the front door of their cottage. Uncle! Uncle, there's something you have to see! Out past the bell again, he scolded. Quill, I've told you countless times. I know, Quill replied, crestfallen. I didn't mean to worry you, but I found something strange and magical.
Quill's hands trembled as she showed him the glass. What is it? She asked. A look of panic spilled over her uncle's stoic exterior. Where did you find this? Roared Uncle Argus. Quill had never seen her uncle so shaken. Just west of the clearing, she explained. And as soon as I picked it up, something started helping me. Uncle Argus followed her motion. A reader? With you? Here? Right now? Quill, what you found is very powerful and very dangerous, he said with great concern. If I could take this burden from you, I would. But this reader has chosen. Even with the moon full and bright, I must go right away. Quill pressed. Where are you going? I can help. We can help. No, he snapped. They'll find you and tear you apart. I have to go alone. It is for your own safety and for everyone here in the clearing. His long, heartfelt hug told her he was heading for danger. I'll be back before midnight. Until I return, I need your word you will not leave the clearing with that glass. Promise me, Quill. I promise, she said reluctantly, wondering where her uncle was going so deep into the night. Ja, ich würde sagen, ab hier machen wir mal Schluss. Ich glaube, ich habe so nur noch 2-3 Minuten Zeit, wie es aussah. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr liebliches Spiel. Ja, der Chisoffen sehe ich schon hinterher drum. Ja, es macht wahnsinnig Spaß. Eine schöne Geschichte. Hey, Kid! Kid! Wake up! Okay. Hey, Kid, over here! I know where your uncle went. I can show you. You're twofold now. Very important. Bring that glass and your sidekick, too. We're going to need them. Das machen wir jetzt nicht. Gut, hier lasse ich euch allein. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, also mir ist das auf jeden Fall ein Spiel, das ich sehr, sehr, jetzt schon sehr, sehr mag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ich stelle euch ein bisschen was vor in der VR. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.